Das 9,5 mm von Pathé hatte eine Erfolgsgeschichte, die bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein reichte, obwohl eine große Konkurrenz bestand im 16mm Film. Die wurde aber eliminiert durch den Staatsprotektionismus der französischen Regierung, die als offizielles Format im französischen Sprachraum sich für 9,5mm entschieden hat und den 16mm Film ablehnte. Hier einer der wunderschönen Projektoren aus den 20er Jahren, die für das Format erfunden wurden. Und als Besonderheit, der Farbfilm war für den Amateur noch nicht verfügbar, konnten hier über ein Drehrad Masken vorgeschwenkt werden. Grün für den Wald, blau für das Meer. Und sollte es einmal brennen im Filmbild, so hatte man eine rote Maske, die vorgeschoben werden konnte. Für Pathé gab es natürlich auch Filme zu leihen. Man war nicht nur auf Selbstgedrehtes angewiesen. Und hier eine Kinemathek. Ein Karton mit lauter Filmen im 9,5mm Format. Die waren käuflich zu erwerben. Von Spielfilmen bis zum Ausbruch des Vulkans.